Das ist perfekt. Wow. Das ist geil. Okay, ja, das ist mega. Morgen, wir sind gut aufgewacht. Wir treffen uns um 9 mit den anderen zum Frühstück und wir dachten, wir nutzen dann die Zeit vorher, stehen früher auf, um dann etwas zu shooten. Aber die Sonne geht erst um 9 auf. Hehe. Jetzt ist nämlich aufgewacht, es war noch dunkel und wir so, super. Es fällt uns echt schwer, in den Wintermonaten Bilder zu machen, weil du hast immer nur ein paar Stunden Zeit, Bilder zu machen. Und manchmal kommt man erst zum Beispiel so um 14 Uhr raus und dann ist es eigentlich schon fast dunkel. Ja, auf jeden Fall gehen wir gleich frühstücken. Wir sind hier am 25-Hours-Hotel und hier ist das Frühstück lit. Dass man das noch sagt, ich habe das von Katrin abgekommen. Lit. Das ist gerade Katrins neues Wort. Und es gibt Milchreis hier, einen ganz leckeren Milchreis. Ja, auf weiß den... ich noch gar nicht. Vielleicht gibt es ein anderes Befehl. Nein, hier gibt es Milchreis. Das ist auch. Nee, nee. Also, ihr müsst eigentlich Milchreis geben. Also, in Österreich, als wir da in 25 aus waren, gab es Milchreis. Eigentlich finden wir nur den Milchreis geil und deswegen feiern wir das Frühstück hier. Nee, aber es gibt echt geiles Essen. Ich zeig's euch später. Was gibt's? Ich glaube, er ist schon unten. Ich glaube, er ist auch schon unten, ja. So einer, der klopft gar nicht bei uns. Wie seht ihr denn schon aus? Wie siehst du denn aus? Übel. Lass uns zu einer Hochzeit gehen oder so. Hä, willst du dich verarschen gerade? Hey, Anna, du siehst so nie so aus. Ich hab mich auch gedacht, so, Alter. Wo ist die Jogginghose? Wo ist die Jogginghose, Anna? Und sie haben den Milchreis. Du hast sogar Locken gemacht. Wie lange seid ihr schon wach? Ja. Ich dachte, ich mache mich heute fertig für meine Brautkleid-Anprobe. Ja, du hast aber noch 25 Stunden Zeit bis dahin. Ja, aber ich komme ja nicht mehr ins Hotel. Mach ich schon aus. Ja. Ja, weil um 11 Uhr, also um 11.30 Uhr. 12? Ja, 12 ist Checkout. Versuche gerade einen TikTok aufzunehmen. Ich bin voll spät. So, Rochelle ist noch dazugekommen. Hi, da hinten. Man sieht's nicht. So, jetzt. Wir sitzen jetzt im Auto und fahren auf die Kühe. Also wir parken dort. Dort sind nämlich die anderen, die sind nämlich schon vorgegangen. Wir hatten heute Morgen noch ein Meeting. Und dann werden wir da so ein bisschen rumlaufen. Rumlaufen, ja. Also oh, Paddy. Sag doch, wie es ist. Shoppen wollt ihr, shoppen. Ja, Paddy, also Paddy hat ihre Prada-Tasche umgetauscht. Weil die da... Die hatte eigentlich eine in Gold und an der Seite sind so Goldplättchen und die verfärben sich silber. Ja, genau. Die sind und silber geworden. Darf ja nicht sein. Neu. Das wird reklamiert. Okay, ich check das nicht, weil was will das Navi von mir? Geht geradeaus. Da ist doch Königsallee. Warum? Wir haben vorhin die ganze Zeit versucht, Bisaya zu reden, weil uns ist aufgefallen, unsere Cousine Rochelle, die spricht ja eigentlich auch Bisaya, aber wir reden nie miteinander Bisaya. Reden nie Philippinisch. Ja. Genau, Philippinisch, aber mit Mama reden wir auch nicht. Und eigentlich. Reden nur Deutsch. Wir reden nur Deutsch, aber eigentlich müssen wir das halt trainieren und üben. Mein Wundtag sein Jungtanan! Motto mit Düsseldorf, Karun, mag Shopping. La Agla. La Agla Aglang. Das ist so anstrengend. Ja, das ist so anstrengend. Oh. Aber. Und dann musst du die ganzen Untertitel. Untertitel, oh, das wird eine lange Schnittsession. Danach ist sie große Brautkleidanprobe. Ja! Hammer, ne? Ja, ich habe noch nicht mal, also ich weiß noch nicht mal, wann die Hochzeit stattfindet, ob sie überhaupt stattfindet, aber hey, ich habe einen Brautkleid. Hab so einen Brautkleidtermin. Nee, also ich meine, stattfinden wird sie schon auf jeden Fall. Ja, aber das dauert ja auch immer mit dem Brautkleid, das sollten wir ja so 10 Monate vorher auf jeden Fall irgendwie bestellen.
Oder ja, keine Ahnung, kenne mich nicht aus, bin keine Braut. So, wir haben uns jetzt wieder mit den Mädels getroffen. Denn jetzt geht's zur Brautkleider am Bogel. Ja, und? Ja, bin ja aufgeregt. Und ich schwitze richtig in die Arme. Aber es ist so warm heute. Heute sind es 15 Grad, glaube ich. Oder? Ja, richtig schön angenehm. 15 Grad. Also wenn du magst, kannst du einmal hier hinter schlupfen. So, Maren ist dazugekommen. Wir sitzen hier fast alle Brautjungfern. Kat zieht sich jetzt da hinten um. Es wird spannend, man sieht irgendwie alles. Es ist durchsichtig gerade. Spaß. Das ist echt nur ein bisschen was erahnt. Sieht schön aus. Ja, Mann. Vor allem mit den Haaren. Beste. Wow. Stell ich mich hier draußen an alle Stellen. Ja, das ist schön. Und das Dekolleté sieht voll schön aus. Mhm. Oh, sieht richtig schön aus. Aha, ist sehr, oh, ist sehr schön. Ja. Boah. Und wie fühlst du dich? Schön. Dreh dich mal um zu der Rücken. Wow, der Rücken ist geil toll mit den Trägern. Ja, sieht toll aus. Vor allem der Ausschnitt, zeig mal. Boah. Ja, du bist doch ein bisschen so enger, ist schon wahrscheinlich da. Der ist schon ein bisschen voll. Steht hier trotzdem schon. Das Kleid ist toll. Ja. Mhm. Ja. Mit dem Saum. Der Saum sieht voll schön aus. Und die Schleppe ist sehr schön. Ja. So, wir haben es. Aber das erste Kleid schon so passt. Nee, ich würde würd noch mal eins anprobieren mit langen Armen. Ja. Ich glaube, ich weiß es schon. Ist ja. Also, nicht mein Favorite. Okay. Also ich finde es schon echt geil. Oh. Also okay, das ist ganz anderes. Ja. Das gefällt mir jetzt. Also nee, ich nicht. Ich mal um. Nee, nicht deswegen. Nee, das ist einfach. Das ist halt dein Schnitt. Ja, ja. Was sagst du selber? Ja, aber du musst selber. Ja, gut, ja. Selber. Was sagst du selber? Ja, nee. Also. Echt, das mir gefällt tatsächlich. Das ist so dieser. Pregnant. Nee, das finde ich gar nicht. Ich finde es einfach vom Schnitt her nicht. Ja, und ich glaube, es ist unvorteilhaft bequem. Nee. Ja, du musst halt den ganzen Tag. Das ist ein richtig so. Kat, wenn du was Bequemes haben willst, muss ich in Jogginghose gehen. Also vom ich glaube, kein Brautkleid ist richtig bequem. Ja. Okay, also das. Nicht. Wir sind schon hier die ganze Zeit am Diskutieren, obwohl wir eigentlich gar nichts sagen sollten. Ja, das ist ihre Sache, aber wir tun so, als wäre es unser Ort. Das ist normal, aber ja. Ja, das ist normal. Ja, ich hoffe, wir machen es gerade damit jetzt nicht zu schwer, die Entscheidung. Ich hoffe, wir werden noch mehr. Es gibt ja wirklich so Leute, die kommen hier mit ganzer Familie, mit Papa, Opa, Oma, alles so. Boah. Oh. Wow. Oh mein Gott. Oh, sehr schön. Ja. Dezenter Ausschnitt? Ja. Neuer Ausschnitt ist schon geil. Ja. Okay. Das ist cool. Also, auf jeden Fall bequemer als das andere. Ja. Besonders. Das ist stretch alles. Ja, das also, obenrum finde ich es richtig schön. Und hinten dieser. Das müsste noch ein bisschen länger sein. Ja. Hinten finde ich es schön. Ja. Sehr schön. Oh, ja, der ist schön, der Rücken. Krass. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen speziell. Zu viel. Ja, ich glaube, ein bisschen viel ist es, ja. Die anderen machen halt so schön so eng und ich glaube, was denkst du? Was denkst du? Nee, also, ich finde es automatisch, aber ich dachte, ich probiere es auch. Ja. Ja, aber nee. Echt eine sehr schwierige Entscheidung. Zum Glück musst du nicht treffen. Ja, ich habe auch schon gesagt, wenn ich das so sehe, also wenn ich das so mitbekomme, das war bei Paddy auch schon so, ich will gar nicht heiraten. Doch. Ich habe gesagt, nein, wenn du mich fragst. Das ist voll stressig. So in meinem Kopf denke ich so, Juli, sie will heiraten. Nee. Oh, aus. Schön. Auch nicht. Nicht mal. Ja. Auch voll schön. Zeig mal, also von vorne. Geht von der Seite. Auch schön, ja. Ey, von hinten, ne? Oder von. Ja, gut, da ist ja. Ja, ich find's auch schön. Ich find's auch schön. Und das Kleid kann man auch abändern. Genau. Schwierig. Ja, irgendwie. Ich glaube, jetzt fand also, das andere besser. Das andere fand ich auch besser, gesagt, ja. Hab, ich finde das besser. Aber ja, aber das Oberteil also ist halt auch noch nicht. Das passt halt nicht richtig. Ja. Genau, das spielt voll die große Rolle. Ja, weil das andere passt schon perfekt. Und das ist so, das wird ja alles enger. Es ist alles irgendwie, es ist voll schwierig, weil es ist echt alles sehr schön gewesen. Ich fand das ist der gleiche Designer, gell? Ja.
Schön. Ich finde bei dem auch cool, dass du Taschen hast. Mhm. Ja. Finde ich auch cool. Ja. Und dass man die Schleife nach hinten machen kann, die finde ich ziemlich perfekt. Ja. Aber das Oberteil ist ja schon an sich aufregend genug. Ja, die brauchen wir nicht. Das wäre dann zu viel. Also ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich habe vorhin gedacht, ich bin total überzeugt, aber jetzt bin ich verwirrt. Also die Kombi finde ich besser als mit dem mit großen dem Rock. Ja. Also finde ich das schöner mit dem Oberteil. Ja, das stimmt. Man muss sich halt das da vorne wegdenken. Ja, genau. Aber ich glaub, du fühlst dich in dem wohler, oder? Ich finde es schwierig. Das ist perfekt. Wow. Das ist geil. Okay, ja, das ist mega. Die Länge. Zum Glück habe ich hier nochmal das Kleid nochmal angehört. Ich finde das halt schön. Das bin ich. Ja, sehr voll schön. Die haben das Kleid gefunden. So, wir sind jetzt wieder zurück zu Hause, beziehungsweise ich bin gerade bei Anna, sind bei Anna gerade angekommen. Wir hatten so eine anstrengende Reise, Leute. Wir sind von Düsseldorf nach Hause gefahren und zweimal war Stau, dann haben wir uns erfahren, dann hatten wir Tankreserve und die nächste, also da waren wir aber mitten im Dorf. Ja, dann sollen wir nächstes Mal mit dem Zug fahren. Ja, auf jeden Fall. Dann, bis die nächste Tankstelle kam, hat es ewig gedauert und wir dachten echt wirklich, wir müssen das Auto schieben. Aber zum Glück ist noch alles gut gegangen. Und ich hatte heute auf jeden Fall einen richtig, richtig schönen Tag. Ich hatte nicht gedacht, dass ich schon bei der ersten Brautkleidanprobe mein Kleid finde. Es war aber auch echt eine schwere Entscheidung. Wir hatten zwei Favoriten und ich habe die ganze Zeit hin und her geswitcht und überlegt. Und am Ende ist es doch ein anderes Kleid geworden, was ich echt krass fand. Und ihr werdet das finale Brautkleid dann halt an der Hochzeit sehen. Yes. Ja, Janik ist auch gespannt. Ich fand es noch ein bisschen schade, dass Mama nicht dabei war irgendwie. Es hat irgendwie schon gefehlt. Finde ich aber andererseits gar nicht so schlimm, weil Mama ist halt so eine, die hätte bei jedem Kleid gesagt, sieht gut aus. Und ich glaube, ich will sie mit dem finalen Kleid, also bei der zweiten Anprobe quasi, will ich sie überraschen. Ja, die wird heulen. Und ich glaube, das ist schon besser so, weil Mama ist so eine, so, nimm lieber das andere. Nee, das andere, ich glaube, die hat mich, glaube ich, durcheinander gebracht. Ja, deswegen ist es, glaube ich, besser. Es ist besser, dass Mama nicht dabei war, obwohl sie schon gefehlt hat. Aber das, ich glaube, viele werden sich auch wundern. Also deswegen beantworte ich jetzt schon mal die Frage, weil das ist eigentlich so Tradition, dass die Mutter dabei ist. Und auch die Schwiegermutter. Ey. Ich muss beide überraschen. Ja, die müssen dann beide dabei sein. Die müssen beide dabei sein. Das kannst du da mit denen dann alleine machen, so weißt du. Ja, genau. Ja, bin richtig zufrieden. Bin mal gespannt, wie mein Geschmack in einem Jahr wird. Ich finde es aber schon schwer. Ich bin gespannt, wie ich es finde. Ja. Doch, aber es schreit eigentlich schon nach Cut. Puffärmel, richtig Overdings, so ein Kopftuch mit einer Brille. Ja. Over the top. So ein weißer Neoprenanzug. Dann kommst du mit Flossen und mit so Taucherbrille und so Kopftuch. Alter. Wir haben schon so witzige Ideen gehabt. Also richtig witzige, ja. Weil Kat hat so Über-Extras. Also Kats Zweitname ist Extra. Er ist nicht mal Elisabeth, sondern Extra. meine Klassenlehrerin hieß so. Extra? Frau Extra. Oh, geil. Mhm. Ich dachte auch Goals, ey. Goals, Alter. Das wusste du damals schon. Ja. Ich habe heute auch ein Extra-Kleid anprobiert. Also, das hätte richtig krass so extra war. Das habt ihr ja gesehen. Aber da dachte ich. Habt ihr geblockt? Mhm. Ah, krass. Alles geblockt. Mhm. Bis auf das finale Kleid. Mhm. Also, was ich sagen wollte, ich hatte auf jeden Fall einen richtig, richtig schönen Tag. Und die Mädels haben mir echt voll geholfen. Und bin richtig zufrieden. Und ja. Ich sag mal Tschüss für heute und wir sehen uns morgen wieder. Mhm. Hm.